Ja. Jetzt muss ich wieder gegen Hecki ran. Dreimal verloren, das tut weh. Aber wahrscheinlich ist er auch heute wieder spitze vorbereitet. Mit Sicherheit, wie ich ihn kennengelernt habe. Meine Damen und Herren, ein kleiner Applaus für Hecki. So, immer noch aus Hannover oder jetzt schon so bekannt, dass man schon raus muss? schon Zweitwohnung in Köln geholt oder was? Nein, so schlimm ist noch nicht. Nee, ich habe Angst, dass er jetzt zu oft gewinnt. Ich habe beim letzten Mal versprochen, wenn er noch drei gewinnt, darf er hier mit seiner Band spielen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, was die Band macht. Das ist bombig. Ja, ja. Das ist knaller. Ja, doch. Wir sind gespannt alle, aber erstmal musst du es heute erstmal wieder schaffen. Hast du wieder gelesen viel auch? Ja, Zeit, Süddeutsche, Bild und viel Arte geguckt. Was gibt's noch alles für... Ja, es gibt noch ganz viele andere Zeiten. Genau. Wir kommen zur Frage Nummer 1. Heute begann in Hannover die Informationstechnikmesse CeBIT. Wie schon in den letzten Jahren wurde sie auch dieses Mal von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. Aber du willst wahrscheinlich wissen, dass auch Arnold Schwarzenegger dabei war, der nämlich für das Partnerland Kalifornien mit Angela Merkel diese, also ich sag mal Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Und das ist richtig. Ah. Ja. Also es hätte ja musste zocken. Es hätte ja auch Kalifornien sein können. Ja, ja. Du musst halt zocken. Ja. Ja, ja, dass du das wusstest, wusste ich. Es wird sehr spannend heute. Frage 2. Der FC Bayern München schwächelt nach wie vor und hat in der ersten Fußball-Bundesliga weiter an Boden verloren. Am letzten Spieltag zog sogar der VfL Wolfsburg an den Münchnern vorbei, die lediglich 39 Punkte aufzuweisen haben. Kurz, an der Isar geht das Abstiegsgespenst um. Wie viele Clubs stehen in der aktuellen Tabelle vor Bayern München? Würde ich mal sagen. Und Bayern ist Fünfter, das heißt, es stehen vier davor. Das wäre ein bisschen einfach. Ich habe ja eben schon gesagt, dass für, also das. Ja, Hecki, das ist richtig, was du gesagt hast. Moment, aber Moment. Das ist zu einfach. Das haben wir leider nicht gesucht. Ah. Du hast doch eben schon vom fünften Platz gesprochen, oder? Du? Nein. Nee. Kannst du jetzt noch bis zum Ende anhören? Wie viele Clubs stehen in der aktuellen Tabelle noch hinter dem FC Bayern? Ah, okay. Das heißt, wie viele stehen in der Bundesliga? 18. Das heißt, es stehen noch hinter dem FC Bayern 13. Möchtest du antworten, Stefan? 13 plus 5 sind 18. Das müsste stimmen. Ich sage, 13 Clubs stehen noch hinter dem FC Bayern München. Und das ist richtig. Aber es ist tatsächlich so, nicht, dass du denkst, ich will dich irgendwie... Ich glaub dir das. Ja. Frage 3. Ist fair, ne? Wenn man gegen jemanden spielt, wo man meint, der weiß es auch, da muss man halt zocken. Das ist ja, ja. Hast du Glück oder Pech? Ja, so ist das. Dein Lieblingsverein, Hecki, ich nehme es mal an, Hannover 96. Natürlich. Und dein Lieblingsverein, Stefan, der 1. FC Köln, sind in der aktuellen Tabelle ja nicht weit auseinander. Nur eine einzige Mannschaft steht dazwischen. Welche? Das müsste Werder Bremen sein. Und das ist richtig! Ja! Hättest du das auch gewusst? Sehr gut. Stefan noch zwei vorne. Frage 4. Bruchteile. Das ist aber echt gegen dich ist schwer, Hecki. Das ist. Wenn ihr jetzt drückt, brauche ich dann auch sofort eine Antwort. Wie gestern in TV Total zu erfahren war, feierte die berühmte Ex-Schauspielerin Uschi Glas ihren 95. Geburtstag. Das ist natürlich nicht ganz richtig, denn schließlich ist sie gar keine Ex-Schauspielerin, sondern schleppt sich auch in ihrem hohen Alter noch regelmäßig vor eine Kamera. Respekt nochmal dafür. Frage: Wie viele Buchstaben hat das Wort Knitterfaltengesicht? Alle zählen hier mit. Psst. Vorsicht!
Vorsicht! Oh mein Gott. 20. 20? Wir schauen mal. 19, 12, 13, 20 ist richtig! War es nicht so schnell? Nö. Frage 5. Das ist brutal unter Stress. Das dritte 10 ist brutal. Ich frage mich die ganze Zeit, was hat das mit Uschi Glas zu tun? Heute feiert eine weitere Frau Geburtstag, die allerdings in erster Linie durch ihren Mann bekannt wurde. Die Gesuchte wird 90 Jahre alt, genau wie... Loki Schmidt. Nein. Die Frau von Helmut Schmidt. Die Gesuchte. Das ist richtig. Ja. Du wirst eng. Aber du hast das schon mal aufgeholt. Ja, ja. Frage 6. Wir reden jetzt über Helmut Schmidt. Als Ex-Bundeskanzler hat man ja nicht so viel zu tun. Deshalb hat sich Helmut Schmidt schon 1983 einen neuen Job gesucht und als Mitherausgeber der Zeit. Ich sag Zeit, der ist Mitherausgeber der Zeit. Also der Zeitung wahrscheinlich, der Mitherausgeber einer Zeitung, und zwar die Zeit. Die Zeit, so heißt die Zeitung. Das war eine Zeitschrift. Aber die Zeit ist richtig. Ja. 5. Frage 7. Ja, du bist doch gut vorbereitet. Setzt langsam die Erleichterung ein, ne? Ja, das kann ich entspannt angehen lassen. Am Sonntag lief auf RTL mit großem Erfolg der US-Spielfilm Der Teufel trägt Prada. Wer spielt darin die ungenießbare... Meryl Streep. Modezarin Miranda Priestly, Meryl Streep ist richtig. Frage 8. 15 Fragen machen. Rekordauktion bei Christie's in Paris. Letzte Woche wurde eine der weltvollsten Privatsammlungen der Welt versteigert. Yves Saint Laurent. Welchem Modedesigner gehörten die Kunststücke? Yves Saint Laurent ist richtig! Frage 9. Wie viele Spielsteine hat ein Spieler beim Backgammon? Spielst du nicht? Oh. Ich habe schon mal gespielt. Die stehen immer auf diesen komischen Dreiecken. Ich meine, ist das ein Dreieck? Ich weiß es nicht, mir zu heiß. Ich sag mal so, ach, keine Ahnung. Irgendwie komm, so sechs. Stefan, zock doch mal. Genau, zock doch mal ein bisschen. Zwischen 5 und 6. Na, ich bin doch nicht bescheuert. Wenn du jetzt cool wärst, würdest du drücken. Ja. 15. 15, das ist ja Spielstein halt. Ich hab's aber schon x-mal gespielt. Gut, Frage 10. Das ist ein Einladungswettbewerb, das ist schon bekannt. So, jetzt wieder zuhören. Eben. Wir sind hier, um zu arbeiten. Okay. Die Fans sind überglücklich. Übermorgen startet ihre Lieblingsband in Leipzig ihre lang ersehnte Deutschland-Tour. Die Tour heißt die Black Eyes Tour 2000. Gut, machen wir doch am Schluss nochmal irgendwie AC/DC und dann geht das. Genau, AC/DC ist richtig. Das war's, Hecki. Tut mir leid, aber wirklich, gut gekämpft. Ja. Hart ran. Danke. Gut gezockt. Hecki, meine Damen und Herren. Ach, schade. Dreimaliger Gewinner hier. Aber irgendwann. Schade, schade, schade. Aber es hat am Ende nur die Wurst hat zwei. So. Vielen Dank. Ja, gerne.